Domian, das 1 Live Talkradio, 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Willkommen alle miteinander zu Domian. Domian, das ist eine neue Sendung, die es ab sofort jeden Tag, montags bis freitags, zu sehen und zu hören gibt. Zu hören im Radio bei 1 Live und zu sehen im WDR Fernsehen. Das Ganze ist ein Talkradio, ich sagte es gerade schon. Und das bedeutet, ihr könnt hier bei mir in der Sendung in Köln anrufen und wir unterhalten uns über alles Mögliche und alles Unmögliche. Über Gott und die Welt. 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 Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich war jetzt überrascht von dem Film, den wir gerade gesehen haben. Das war in der Tat meine allererste Sendung. Heute ist eine besondere Sendung. Die vorletzte Sendung der Sendereihe Domian. Ich weiß eigentlich gar nicht, was auf mich zukommt. Meine Kollegen haben einen Kessel Buntes für mich zusammengestellt. Und ich kann mich gleich zurücklehnen und alles mal auf mich zukommen lassen. Aber man hat mir aufgetragen, euch zu sagen, dass ihr sehr gerne auf jeden Fall auch anrufen könnt. Nämlich, wenn ihr besondere Domian-Geschichten habt, wenn ihr einen besonderen Bezug zu dieser Sendung, zu mir, in irgendeiner Weise irgendwas erlebt habt oder vielleicht hat sich euer Leben verändert durch diese Sendung. Was auch immer, eine besondere Domian-Geschichte. Dazu könnt ihr gerne anrufen, Telefonnummer wie immer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. So, jetzt ist eigentlich meine Arbeit schon getan. Ich werde jetzt geführt von meinem Redakteur. Hallo Jürgen. Christoph Kotscharte, den ihr im Hintergrund hört. Und ich mache jetzt alles, was er sagt. Ja, Christoph. Dann leg mal los, ich lehne mich zurück. Jürgen, herzlich willkommen zu deiner offiziellen Abschiedssendung. Ja. Du hast es gerade schon ein bisschen gesehen, wir blicken heute ein bisschen auch zurück. Das war gerade richtig, du hast es erkannt, die allererste Sendung, 3. April 1995. Und ich möchte, dass du versuchst, dich ein bisschen in den Moment wieder reinzuversetzen. Ja. Ich finde, man hat gerade schon gesehen, du bist ein bisschen nervös gewesen, oder? Weißt du, ja, natürlich, auch? Natürlich. Das war damals meine erste Fernsehsendung. Und dann live gleich auf den Sender zu gehen mit einem Format, wo ich gar nicht so wusste, was da passiert. Ich wusste, du musst jetzt eine Stunde reden. Da schlug das Herz natürlich schon ziemlich stark. Übrigens, wenn ich mich recht erinnere, stand diese Sendung auch unter einem Thema, nämlich One Night Stands. Ja. Du erinnerst dich ganz gut, da kommen wir gleich noch drauf. Ah, ja. Okay. Ich habe vorher noch eine Frage. Die Mütze ist mir aufgefallen. Ja. Nachdem die Auktion mit dem Hirsch so gut gelaufen ist, ja. Gibt es die Mütze noch? Die Mütze gibt es in der Tat noch, aber sie ist vollkommen verknubbelt und irgendwie angegilbt. Liegt sie irgendwo bei mir im Kleiderschrank. Wie gut hast du denn eigentlich den Dresscode insgesamt damals dir vorher überlegt? Ich meine, du bist ja ein Radiomann. Du willst aber nicht damit sagen, dass ich Nein. nicht gut angezogen aussah. Okay. Ja, na gut, na sicher, ich war ein Radiomann, aber das überlegt man sich dann schon, wenn man vor eine Kamera tritt, dass man da nicht so abgeschlunzt rumläuft, wie vielleicht, wenn man in ein Radiostudio geht, da sieht man ja, wird man ja nicht gesehen. Okay, du hast gerade schon gesagt, du erinnerst dich an das erste Thema, es war One Night Stands, ja. Ganz richtig. Die Frage ist, erinnerst du dich auch an den allerersten Anrufer? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Jetzt sag bloß, ihr habt den ausfindig gemacht. Jürgen, nein, leider nicht. Du weißt ja, dass einfach zu den alten Sendungen einfach von denen nichts mehr über ist, ja. Außer den Mitschnitt, den wir gefunden haben. Das hat mich übrigens gewundert, dass ihr den Mitschnitt hattet, weil ich glaube, dass wir die Sendung damals nur per Audio aufgenommen haben und nicht mit Fernsehbild. Ja, es gibt den und deshalb wollen wir dir auch den allerersten Anruf gerne zeigen. Wir finden, das ist ein historisches Dokument, das muss heute raus. Das war damals Steffen 23 und den Talk gucken wir jetzt. One Night Stands, erzähl. Ja, meine Meinung dazu ist eigentlich, beschränkt sich lediglich auf mich, aber ich bin im Moment dabei, das zu lernen, das für mich selber kategorisch abzulehnen. Wirklich? Ja. Warum? Weil ich jedes Mal, wenn mir sowas passiert, es ist noch nicht allzu oft passiert, aber das liegt auch eben daran, völlig emotionell in die Scheiße schlitter. Also, aha, dass ich mich echt super schnell dann auch verliebe und das sehr schnell auch sehr tief geht.
Erzähl uns mal deine letzte Situation, die so in die Richtung geht. Ja, okay, kann ich machen. Meine letzte Situation war, ich war halt in einem Schuppen wieder irgendwo in der Disco. Ja. Und dann war da halt jemand, den ich ziemlich attraktiv fand und so. Und da flogen dann halt auch die Blicke durch den Raum, ne, wie das halt so geht. Und dann ein Bekannter von mir, der kannte denjenigen halt auch. Und dann kam man so halt ins Gespräch und so weiter und so weiter. Und ich fand den anderen halt auch total attraktiv. Das heißt, du bist schwul? Hä? Du bist schwul? Bi. Okay. Also, sagen wir mal, es handelt sich jetzt um einen Mann, von dem du erzählst. Ha? Es handelt sich um einen Mann, von dem du erzählst. Im Moment schon, ja. Ja, okay. Mhm. Aber, ist jetzt auch wurscht. Und dann, dann hat man sich halt für irgendwann verabredet und dann hat derjenige auch angerufen und, dann hat man sich halt getroffen und ich hüpfe halt wirklich nicht schnell mit jemandem ins Bett. Aber das Gespräch und alles war so perfekt und wir haben uns so gut verstanden und dann kam es halt irgendwann dazu, dass es ein bisschen kitzliger wurde, ist ja meistens so dann, ne? Und dann habe ich aber halt auch irgendwie sofort gesagt, hör mal, wenn jetzt mehr passiert als das, dann kann es halt sein, dass ich mich furchtbar in dich verknalle, weil ich mich halt doch ein bisschen kenne, ne? Und ich bin total für Offenheit von Anfang an. Und der andere, der hätte halt wirklich wissen sollen, mit seiner Lebenserfahrung, seinem Alter, der ist auch ungefähr 10 Jahre älter als ich und so, dass er eine emotionelle Verantwortung damit übernimmt, verstehst du? Dass er, wenn er schon weiß, beim anderen kann das tiefer gehen als bei mir. Okay, was ist dann passiert? Was dann passiert ist? Ja, dann ist es natürlich passiert. Es ist passiert, ja. Ja klar, aber ich meine... Und danach hast du dich dann richtig verknallt in den Typ? Ich habe mich völlig verliebt, und er hat dich irgendwann sitzen lassen? Ja, so in etwa, kann man gut sagen. Also wir haben uns noch ein paar Mal gesehen und so weiter, aber... Ja. Das Schlimme war, ich war auch an dem als Freund interessiert. Wie lange, meinst du, sollte man warten, bis man dann mit jemandem in die Kiste geht? Ja, man sollte irgendwie versuchen, falls es geht, abzuchecken, ob derjenige ehrlich ist oder nicht. Mhm. Weil das ist was ich irgendwie verlange. Aber das sage ich auch, das formuliere ich auch ganz konkret. Ich sage, lass uns offen sein von Anfang an. Dann wäre ich vielleicht trotzdem drauf eingegangen. Mhm. Aber dann wäre das nicht so dumm gewesen, hinter die Situation... meldet sich nicht mehr und all so ein Scheiß, okay, dass man sich alles selber... Wobei, so etwas kann immer passieren, ne? Und ja, das kann klar, auch passieren, wenn du erst nach 6 Wochen mit jemandem schläfst, dass er dich dann sitzen lässt. Klar kann das passieren. Aber man ist sicherer man kann dann. Ja, man kann ja mal diverse Wege ausprobieren, um das vielleicht vorher ein bisschen abzutasten. Okay, Steffen, ich danke dir für den Anruf. Ja? Bye, bye. Das war das erste Gespräch. Weißt du, was mir auffällt? Ich wäre heute schneller dazwischen gegangen. Ja, als die Leute noch reden lassen früher. Und was mir auch aufgefallen ist, und das, ich erinnere mich jetzt wieder daran, dass ich bei den ersten Sendungen nicht immer in die Kamera geschaut habe. Ich weiß noch, nach ein paar Wochen rief mich der damalige Fernsehdirektor an und sagte, hören Sie mal, Herr Domian, Sie machen eine Fernsehsendung. Wäre ganz gut, wenn Sie in die Kamera gucken würden. Und er hatte natürlich vollkommen recht. Und seitdem gucke ich wirklich immer in die Kamera und stelle mir in der Kamera, in der Linse, 2 Augen vor. Und das ist sehr hilfreich bei dem Gespräch. Sehr gut. Ja. Nach dem Telefonat damals, was meinst du, wie lange hast du damals gedacht, hättest du Bock, die Sendung zu machen? Hättest du damals gedacht, okay, jetzt noch 25.000 weitere Interviews, her damit? Nein, das natürlich nicht. Aber ich hatte wahnsinnig viel Bock und war hoch engagiert und neugierig, das zu machen, weil das total viel Spaß gemacht hat und wir in der ersten Woche schon eine riesen Resonanz hatten. Tolle Fernsehquoten, gute Presse und wir haben Anrufe über Anrufe bekommen, sodass ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, willst du das jetzt 1 Jahr, 2 Jahre oder vielleicht 22 Jahre machen? Ich war einfach dabei und hatte Spaß und so sollte es dann auch sein. Weil es war ja wirklich Neuland. Sowas gab es in Deutschland im Fernsehen, im Radio. Das gab es noch nicht. Und als die Leute dann merkten, dass man hier bei mir wirklich ganz offen reden kann, über alles, über jede Sexualität, auch über sehr traurige Sachen, auch über sexuellen Missbrauch, über Vergewaltigungen und auch als die Leute merkten, dass man auch schwerst Kranke anrufen kann, wenn man im Sterben liegt, dann habe ich auch gemerkt, was für ein tolles Format das ist und was für eine große Herausforderung das auch für einen Moderator ist. Ich erinnere mich übrigens, das war gar nicht so sehr lange, nach ein paar Monaten rief der erste junge Mann, der erste Mensch, ja, das war ein junger Mann, der meldete sich mit den Worten, mein Name ist Hubert und ich rufe vom Sterbebett aus an.
Und da rutschte mir schon etwas das Herz in die Hose, weil ich das so nicht erwartet hatte. Ich hatte eher am Anfang so gedacht, na, wir reden mal so über Gott und die Welt, wie ich es auch vorhin anmoderiert habe. Aber dann war Hubert da. Hubert Anfang 30, schwer leukämiekrank, in der Endphase der Erkrankung, hatte sich zum Sterben von der Klinik nach Hause verlegen lassen und konnte nicht schlafen und zappte durch die Kanäle und hatte uns entdeckt und griff zum Telefonhörer aus Einsamkeit. Und das war für mich so bewegend, dieses Gespräch mit diesem jungen Mann. Und es gab dann eine große Resonanz danach. Und es hat aber nicht mehr lange gedauert, ich glaube eine Woche oder so. Dann ist Hubert gestorben und wir haben eine Nachricht von den Angehörigen bekommen. Und hast du das Gefühl gehabt, du konntest mit Hubert gut reden? Hast du das gepackt? Ja, ich glaube schon. Also im ersten Moment war ich etwas geschockt, aber dann habe ich mir gedacht, ja, komm. Das ist jetzt so. Ich rede mit ihm so, als würdest du ihn privat kennenlernen und er würde dir privat sagen, ich bin schwer krank, ich bin sterbenskrank, ich muss bald sterben. Und dann habe ich gar nicht darüber nachgedacht, wie macht man das jetzt und welche Fragen stellst du. Ich habe es einfach intuitiv gemacht und es ging gut. Und so kamen danach bis heute ja Tausende von Menschen, die in einer ähnlichen Situation waren, die dann sich in unserer Sendung gemeldet haben. Jürgen, wir wollen jetzt noch einmal ein bisschen zurückschauen. Es war nämlich bei der ersten Sendung ein Kamerateam vom WDR dabei. Mhm. Wir können also hinter die Kulissen gucken, wie das 1995 gelaufen ist. Ja. Und wir wollen dich und das Publikum jetzt noch ein bisschen wehmütiger machen. Wir schauen uns den Beitrag einfach nochmal an. Oh ja, sehr gut. Neu im WDR-Fernsehen, man kann dort Radio gucken. Nachts um eins, wenn bei 1 Live der neuen jungen WDR-Welle eine Talkshow mit Mütze beginnt. Unter der Mütze befindet sich Jürgen Domian und der macht Talkradio. Das heißt, er redet mit Hörern, die freiwillig anrufen. Das Ganze wird von einer Fernsehkamera beobachtet und deswegen kann man jetzt Radio gucken im WDR-Fernsehen. Hier ist 1 Live, hier ist Jürgen Domian. Leute, in einer guten halben Stunde geht's los mit meiner neuen Sendung, mit dem 1 Live Talkradio Domian. Und das Thema heute der ersten Sendung, der Premierensendung, heißt One Night Stands. Talkradio im Fernsehen, schon oft versucht, fast genauso oft gescheitert. Gestern Nacht kurz vor 1 bei 1 Live. Noch gibt's kaum Anrufe, kein Wunder mitten in der Nacht. Der Moderator beim Schminken. In der Nacht spricht man anders miteinander. Ich glaube, dass es nachts intimer werden wird und vielleicht auch noch härter zur Sache gehen wird als am Tage. Und damit's intim bleibt, wird Domian von nur einer fest installierten Kamera gefilmt. Entweder macht man wirklich eine richtig große Show daraus mit Kameraleuten, die um einen herumlaufen und auch mal unten in die Nasenlöcher reinfilmen und weiß ich was alles. Oder man macht es ganz minimalistisch. Und da ich auch nicht der Rumlaufer bin während solcher Gespräche, wenn ich mich privat mit jemandem ernsthaft unterhalte, laufe ich auch nicht im Raum rum, glaube ich, dass diese minimalistische Lösung die beste ist. Das heißt, so kann man sich wirklich auf die Gespräche konzentrieren. 1 Uhr, der Vorspann läuft. Noch weiß niemand, ob zum Thema One-Night-Stands überhaupt genug Hörer und Zuschauer anrufen werden. Willkommen alle miteinander zu Domian. Steffen 23, hallo? Steffen ist nicht da. Wenn man 7 Stunden Sex miteinander hat, heißt das, dass der Sex ziemlich genial war, oder? Der war genial, für sie ja auch. Das hat sie ja selber noch gesagt und ich war ja auch stolz. Also ich habe mir mal einen Callboy bestellt. Ach, das nein. War das. Erzähl. Ja, doch, das habe ich mal gemacht. Erzähl. Was meinst du denn? Welche Richtung findest du? Ich habe es jetzt gerade schon zweimal gesagt. Also ich kann nicht in dich reingucken. Kennst du denn so das Gefühl für dich auch, also jetzt aus der Zeit, wo du noch nicht verheiratet warst, dass du einfach nur geil warst? Hand aufs Herz, ja. Gibt es da solche Storys bei euch in der Nacht? Du, der mal so hinter dem Schraubenlager oder so? Ja, Schraubenlager nicht, das ist ein bisschen hart, aber Papplager. 1 Live Domian, hallo. Kurz vor 2, die Telefonisten haben rote Ohren. Noch immer wird massenweise angerufen. Die Premiere ist geglückt. Und zufrieden? Ja, ich glaube ja, ne? Ich denke, das ist also die Art und Weise, wie er es macht. Also, es gibt ja noch andere Talkradios, die ganz anders laufen und die mehr so auf Fake oder so gehen. Und ich glaube, was es bei ihm ist, dass er die Leute ernst nimmt. Und dass sie auch wirklich so das Gefühl haben, da ist jemand, dem sie vertrauen können. Ansonsten hoffe ich, dass ich zum Alltag der Leute werde. Das wäre ganz klasse. Das würde auch so eine Vertrauensbasis oder Vertrauensgrundlage schaffen, dass man weiß, abends 1 Uhr schaltet man ein, da ist Domian, mit dem kann man reden.
oder auch zuhören. Täglich von Montag bis Freitag um 1 bei 1 Live oder im WDR Fernsehen. Ja, Jürgen. Tja. Alltag der Leute. Ja, ich glaube, das ist uns wirklich gelungen. Durch diese allnächtliche Präsenz irgendwie so den Leuten zu vermitteln, dem Publikum zu vermitteln, irgendwie gehört das dazu. Wenn man nachts einschaltet, dann sind wir da. Und wir kriegen ja so viele Mails immer, oder haben das bekommen in den Sommermonaten, vor den Sommermonaten, nach den Sommermonaten, vor allen Dingen vor den Sommermonaten. Was sollen wir bloß machen die ganze Zeit, wenn du nicht da bist? Und die Leute haben sich ja wieder gefreut, wenn wir da sind. Das ist ein Ritual vielleicht für viele Menschen geworden für die Nacht. Übrigens, ganz lustig fand ich auch, dass ich meine Wasserflasche da noch hatte. Ich bin ja mittlerweile kultiviert geworden und habe ein Wasserglas. Aber die ersten Jahre hatte ich immer so eine alte Wasserflasche, eine Sprudelflasche. Weil ich wollte es so machen wie im Radio. Im Radio hatte ich auch eine Sprudelflasche. Aber das war dann doch nicht so fernsehadäquat. Zu wild. Ja, natürlich. Jürgen, guck mal auf dein... auf deinem Touchpad. Ja. Du hast einen Anrufer. Ah, wie super. Dann nehme ich den jetzt ganz normal an, wie immer auch, ne? Nämlich Peter 60 und Elke 58. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ja, hallo. Wir sind jetzt beide sozusagen in eine Zeitreise gegangen, als wir gesehen haben, was da gerade so an Rückblicken war und an alten Trailern, die da liefen und so. Das war wirklich ein Rücksturz in die Vergangenheit. Ich muss den Leuten erklären, wer ihr seid. Ich habe es natürlich sofort an der Stimme erkannt. Elke Dunajski und Peter Dunajski, sehr gute Freunde von mir und langjährige Kollegen. Und Elke ist Psychologin. Peter war damals viele Jahre mein Realisator, mein Regisseur, bis er dann leider aus Köln weggezogen ist. Und wir haben das Ding ja auch damals mit zusammen aus der Taufe gehoben und viel daran gefeilt. Ne, das ist ein Produkt gewesen, wo wir nicht wussten, was daraus werden wird. Ja, genau. Und wer hätte jemals gedacht, dass es daraus etwas gibt, was zu dem geführt hat, was jetzt plötzlich wieder endet. Also es ist eigentlich unvorstellbar. Und weil du hast gerade gesagt, du hast damals gehofft, es wird zum Alltag der Menschen. Mhm. Es ist ja total zum Alltag der Menschen oder für viele Menschen geworden. Was sollen die jetzt machen mit ihrem Alltag? Hast du dir das mal überlegt? Ja, also da sprichst du jetzt ein heikles Thema an. In der Tat bekommen wir in den letzten Monaten massenweise Mails. Was sollen wir machen und wohin sollen wir uns wenden? Auch in Notsituationen. Und das tut mir wirklich sehr leid. Das muss ich aufrichtig sagen. Natürlich können die Leute... Wenn ich mich jetzt mal einmischen darf, ja. Hier ist Elke. Elke? Du kannst du ja nicht mal zum Psychologen weiterverweisen. Nein. Weil ich habe das gerade gesehen. Ich war ja ab der ersten Stunde 5 Jahre lang dabei. Mhm. Eine der beiden Elkes im Hintergrund. Genau. An die du die Leute verwiesen hast, ja. Die einfach auf Sendung nicht mehr weiterreden wollten oder sollten. Mit denen habe ich ja dann 5 Jahre lang, also nicht 5 Jahre lang, aber immer wieder mal gesprochen. Im Psychologenteam, genau. Ja. Also die Leute, wollte ich gerade nur sagen, können natürlich in Notsituationen die Telefonseelsorgen anrufen. Mehr kann ich da gar nicht sagen. Aber ich glaube, du sollst dich jetzt auch nicht verantwortlich fühlen für das, was du jetzt nicht mehr machst. Das war einfach eine wunderbare Zeit. Und wir haben ja damals immer gedacht, naja, wenn man jetzt 500 Sendungen gemacht hat, dann ist eigentlich jedes Thema besprochen. Mhm. Und dann von ist wegen. Gut. Von wegen, ne? Ja. Aber Stichwort Psychologen, du warst Psychologin und hast uns wunderbar betreut die ersten 5 Jahre. Das ist übrigens ganz wichtig gewesen, dass ein professioneller Mensch im Hintergrund war, ein Diplompsychologe, der in pathologischen Fällen die Leute aufgefangen hat und eigentlich auch so eine Notversorgung gemacht hat. Wie hast du das so noch in Erinnerung, Elke? Naja, wir haben in den ersten, im ersten Jahr manchmal bis nach 3:30
noch zu tun gehabt. Wir haben, ihr seid alle nach Hause gegangen, die ganze Redaktion ist nach Hause gegangen und die Psychologen hatten noch Adressen, wo du versprochen hattest, dass jemand so zurückruft, egal wann. Mhm. Und dann haben wir da manchmal bis 3:30 noch gesessen und telefoniert, bis wir dann irgendwann mal festgestellt haben, dass das so nicht geht. Und dann haben wir das irgendwie ein bisschen reduziert oder auf den nächsten Tag verschoben oder so. Ja, weil ihr konntet natürlich nicht eine Therapie light anbieten oder so etwas. Nee, sondern nur aber, aber trotzdem, die Leute zu vermitteln oder erstmal auch anzuhören, zu gucken, was da los ist, das dauert ja eine Weile. Du bist ja nicht nach zwei Minuten fertig. Genau. Und das war am Anfang für uns auch neu und ich wusste auch nicht, wie man ein Gespräch begrenzt. Mhm. Und ich musste das ja auch alles erst lernen. Und ich will mal an dieser Stelle eine Sache sagen. Durch diese 5 Jahre bei dir habe ich gelernt, eigentlich bis heute in jedes, aber wirklich jedes Beratungsgespräch reinzugehen mit dem Gefühl, ich schaff's, ich komme da durch, egal was für ein Thema, ich bin ja jetzt immer noch in einer Beratungssituation. Mhm. Ich habe da so viel Übung und so viel Know-how mitgekriegt bei dir, dass das für mein ganzes berufliches Leben bis heute gereicht hat. Das ist toll zu hören. Das ist wirklich toll zu hören, Elke, wirklich. Mhm. Ja. Das ist super. Das fand ich auch. Also da habe ich so oft noch an dich gedacht. Ja, toll. Ja. Peter, du bist auch noch da. Wo ich deinen Namen ist und deine Stimme höre, wir beide haben ja auch etwas ganz Besonderes ausgeheckt. Du weißt doch, was ich anspiele. Du meinst die anderen Sendeformate? Ja, allerdings. Wir haben ja damals zusammengesessen und haben gesagt, was können wir denn noch mehr aus Domian machen? Genau. Und wir haben wahnsinnig viel Zeit aufgewendet. Ja, genau. Unglaublich viel Zeit, aber es gab ja auch Ergebnisse, es gab Produkte. Und wir hatten das muss man wirklich sagen, eine geniale Idee. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir zusammengesessen haben. Wir hatten die Idee, in dieser Sendung sitze ich vor einer Kamera und sage, Leute, ihr könnt anrufen und wir reden über alles Mögliche und Unmögliche. Und dann hatten wir beide, und es waren noch ein paar andere Leute dabei, die Idee, Mensch, du sagst einfach in die Kamera, ihr könnt vorbeikommen, leibhaftig vorbeikommen und wir reden miteinander. Genau. Das war genial. Ja. Und dann haben wir eine Pilotsendung hier in Köln gedreht oder produziert und das gemacht auf dem Kölner Rudolfplatz. Genau, in diesem alten Turm. In dem alten Turm. Und es waren 1000 Menschen da, die in den Turm und in die Sendung wollten. Du erinnerst dich? Natürlich. Also es war grandios. Es war es gehört einfach zu diesen großen Erinnerungen, die einem wahrscheinlich lebenslang erhalten bleiben. Wie eben ganz vieles aus dieser Sendung etwas ist, wo man sagen kann, es ist ein Meilenstein oder sind unverlierbare Dinge, die einfach auch Dinge geändert haben, die Sicht auf die Welt geändert haben. Mhm. Das ist etwas, was wirklich ein Fazit ist, also jetzt wahrscheinlich nicht nur für mich persönlich, dass plötzlich eben die Tiefen, die Abgründe und auch das Leid von Menschen plötzlich so erkennbar wird, dass man merkte, die Welt ist so vielschichtig, das hätte man sich vorher nicht vorstellen können. Und das, da muss ich mich wirklich auch bei dir bedanken, dass du mich gefragt hast, ob ich da mitmachen will. Ja, gut, also das ist eine ganz entscheidende Erfahrung oder ein ganz entscheidender Wendepunkt im Leben gewesen. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich kann mich auch noch genau an den Moment erinnern. Ich weiß nicht, ob du das auch noch weißt. Das war im Ostasiatischen Museum am Aachener Weiher. Aha. Jetzt wo du sagst, aber das hätte ich jetzt nicht mal so in Erinnerung gehabt. Aber das sind so Punkte, wo man sich ewig dran erinnert, so wie jeder weiß, was er gemacht hat, als das World Trade Center eingestürzt ist. So kann ich mich an diesen Moment erinnern, als du das gefragt hast, weil ich sehr überrascht war in dem Moment. Mann. Lange ist es her. Es ist großartig. Ich danke dir. Ich danke dir und euch für eure Zeit damals. Peter Dunajski, Elke Dunajski, jetzt wohnhaft in Berlin, haben diese Sendung wirklich entscheidend mitgeprägt damals am Anfang. Vielen, vielen Dank an euch und ich hoffe, dass wir uns bald privat sehen und treffen. Ja, das hoffen wir auch. Schön. Jetzt muss ich noch eine Ankündigung machen. Es gibt jetzt einen Einspieler zum Weißen Hirschen, der, wie ich gehört habe, für 43.000 Euro versteigert wurde. Peter, ist es nicht Wahnsinn? Es ist der Wahnsinn. Es ist unfassbar. Es ist unvorstellbar. Ich freue mich total. Jetzt gucken wir den Einspieler an. Ja, sehr gerne. Danke euch beiden. Tschüss. Mach's gut. Ja, tschüss.
Also beim Hirschen ist es ja so, man muss sich vorstellen, da sind Radiomenschen, die machen eine Fernsehsendung. Es gibt nur ein Radiostudio, das überhaupt nicht für Optik oder für visuelle Reize gestaltet ist. Man braucht irgendein Element, eine Requisite. Aber es ist nicht das Fernsehen, das diese Sendung ausstellt, sondern die Radiomenschen. Und wir haben uns überlegt, was kann man machen? Jetzt muss man sich wieder vorstellen, Jürgen hatte damals eine große, eher weiße, leere Wohnung und da drin war auch ein Hirschgeweih. Also Jürgen hat immer eine Affinität zu Hirschen gehabt. Ich bin losgezogen, habe ein Requisit gesucht. Es war der weiße Hirsch. Und je leerer das Studio wurde im Laufe der Jahre, bis jetzt hier in der letzten Variante, wo der weiße Hirsch vor einer magenta beleuchteten Backsteinwand steht, umso piktogrammatischer wurde dieser weiße Hirsch. Und so ist einfühlsames Gespräch mit Jürgen Domian verbunden, genauso wie es immer der weiße Hirsch sein wird. Weißer Hirsch und Jürgen Domian, es sind eine Symbiose geworden. So, jetzt bin ich gespannt. Ich höre, ich habe am Telefon einen Viktor, 43 Jahre alt. Guten Morgen, Viktor. Guten Morgen, Domian. Freue mich, mit dir zu sprechen. Darf ich du sagen? Ja, natürlich, natürlich. Ich freue mich, mit dir zu sprechen, aber ich weiß nicht, wer du bist. Ja, mein Name ist Viktor. Ich habe den Hirsch ersteigert zusammen mit meiner Familie, meiner Frau. Wir haben drei Kinder. Nein. Die sind 11, 9 und 7. Und ich möchte dir gerne sagen, wieso. Es gibt eigentlich drei Beweggründe dafür. Der erste bist du. Wir sind Fans von dir. Deine Art zu helfen ist äußerst vorbildlich. Du hast enorm vielen Menschen durch einfach zuhören, ihnen Trost zu geben, ihnen auch mal gnadenlosen Rat zu geben, enorm geholfen. Und dafür danken wir dir von Herzen. Der zweite Grund ist, immer in der Adventszeit setzen wir uns zusammen als Familie und überlegen uns, was wollen wir im nächsten Jahr oder dieses Jahr unterstützen, wo wollen wir Zeit einsetzen, wo wollen wir als Familie auch etwas finanziell unterstützen. Mhm. Und ein wichtiges Thema, also wenn wir einfach da zusammensaßen, dieses Jahr haben wir gesagt, das Einzige, was wir eigentlich wirklich wissen, ist, dass wir wieder gehen müssen. Mhm. Ja. Also wir werden irgendwann geboren und dann, oder es gibt Glaube, es gibt Philosophie, aber es gibt keinen, den man kennt, der ewig lebt. Mhm. Und somit haben wir, und dann eben in Würde sterben zu können, ist enorm wichtig. Ja. Und das Einzige, und somit ist dieser Grund, also dieses, ist es ein großes Privileg für uns und auch eine Ehre, dass wir dieses milde Jailhouse unterstützen können und das machen wir sehr, sehr gerne. Und dann kommt der dritte Grund. Wir haben dann überlegt, natürlich hätten wir gesagt, ja, wir können ja das auch direkt machen. Mhm. Hätten wir auch gemacht, hätte der Hirsch jetzt nicht, wäre der nicht zu uns gekommen, aber der Hirsch gehört zu dir, Domian. Und der hat dich über viele Jahre begleitet und hat eine große Aura. Der hat da zugehört, der war dabei. Wir möchten dir den gerne schenken. Der Hirsch gehört zu dir, wie die Luft zum Atmen. Und obwohl und du ihn ersteigert hast für so viel Geld, möchtest du ihn mir wieder zurückschenken? Natürlich. Dieser Hirsch gehört zu dir und den wollen wir dir sehr gerne wieder schenken. Ich bin sprachlos, Viktor. Ich bin in jeglicher Weise sprachlos. Erstmal natürlich ob der hohen Summe, die du gespendet hast für unser mildes Schälhaus hier in Köln. Und dann auch noch diese tolle Geste. Das muss ich mir jetzt noch überlegen, ob ich das annehmen kann, also den Hirsch zurückzunehmen. Ja, da wäre meine 7-jährige Tochter, die wäre da, also die wünscht sich schon sehr, dass du das annimmst. Und da bin ich auch sicher, dass du einen Weg dazu findest. Darf ich dich fragen, ob du rufst du aus der Schweiz an? Nein, ja, ich bin jetzt in der Schweiz. Richtig, ich bin. Ich frage wegen der Sprache. Es klingt ein wenig nach Schweizer Dialekt. Jawohl. Also ich bin Schweizer. Meine Frau, die ist aus Berlin, mhm, und wir wohnen aber in Dubai als Familie. Und wir sind heute zurückgekehrt, um die Weihnachten hier im Kreis unserer engeren Familie zu verbringen. Sind jetzt wieder in der Schweiz. Ja. Darf ich dich fragen, was du beruflich machst? Ja, klar. Ich habe Medizin und Wirtschaft studiert. Mhm. Und verbinde beides heute in der Beratung. Ich bin eigentlich vom Patienten, ich war in der Neurologie vorher und Neurochirurgie, ich bin jetzt aber mein Patient jetzt, sage ich mal, sind Regierungen, ich helfe denen in ihren Gesundheitsreformen. Und das vor allem, ich bin tätig im Mittleren Osten vor allem. Ah ja, und das gibt wahrscheinlich auch gut Kohle und du verdienst viel Geld in deinem Beruf. Das hört sich so an. Ja, ich es geht uns gut, ja, aber ich glaube, es ist ein wichtiger Teil als Eltern, den Kindern auch mitzugeben, dass
dass man dann auch Verpflichtungen hat. Viktor, ich möchte dir noch etwas erzählen und auch dem Publikum. Diese 43.000 Euro, ich hatte heute ein Gespräch mit Professor Volz, das ist der Leiter der Palliativmedizin an der Universitätsklinik Köln. Ja. Und wir haben vereinbart, dass ich schon jetzt die Details erzähle, wofür wir dieses viele Geld gebrauchen möchten. Das möchte ich dir sagen und dem Publikum auch. Wir planen hier in Köln etwas ganz Großes, was es noch nirgendwo in Deutschland gibt. Nämlich die Verschmelzung von Palliativmedizin und Hospiz. Mhm. Das heißt, in Köln soll das erste stationäre Hospiz im Mildred-Scheel-Haus entstehen. Das heißt, das soll aufgestockt werden auf der oberen Etage. Das hat folgenden Hintergrund. Wir machen nämlich die Erfahrung in der Palliativmedizin, dass die Patienten ungefähr eine Woche oder zwei Wochen dort liegen können und dann werden sie oder müssen wieder entlassen werden. Das ist für einen Schwerstkranken äußerst anstrengend und belastend, wieder umzuziehen in einen Krankenwagen, dann in ein Hospiz oder nochmal nach Hause. Und das Beste ist für einen Schwerstkranken, dass er in Ruhe gelassen wird, dass er sich einrichten kann auf die Umgebung, auf die Pfleger, wie sieht das Zimmer aus. Und deshalb möchten wir das zusammenführen. Und das ist ein großes Projekt. Die Universitätsklinik steht dahinter. Wir haben viele wichtige Menschen jetzt schon, die das fördern wollen. Und mein Wunsch ist, dass diese 43.000 Euro als Grundstock mit in dieses Hospiz einfließen. Ja, das freut uns natürlich sehr, dass wir da einen kleinen Beitrag dazu leisten können. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön. Viktor, ich danke dir und deiner Familie von Herzen. Vielleicht können wir auch noch mal ein Gespräch führen außerhalb der Sendung. Das würde mich sehr freuen. Ja, sehr gerne. Ja, das machen wir. So vereinbaren wir das jetzt. Sehr gerne. Alles Gute und das mit dem Hirsch, bitte behalte den. Das wäre uns sehr wichtig. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für dein weites Leben. Dankeschön. Das gebe ich gerne zurück und ich werde mich bei dir melden noch. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Boah. Das ist schon eine Nummer, sage ich euch. Das ist eine Nummer. Ich freue mich sehr. Und wie gesagt, die Palliativstation in Köln freut sich auch sehr. Und das ist für einen richtig guten Zweck, das Geld. So, jetzt haben wir 1.31 Uhr und hier ist Jan. Hallo Jan. Hallo. Hallo Domian, hi. Lieber Jan, wer bist du und weswegen rufst du an? Also das, was jetzt natürlich kam, das kann ich nicht toppen, aber ich wollte dir einfach, also überhaupt mal mit dir reden und als kleines Abschiedsgeschenk sagen, dass wir in Berlin morgen ein Public Viewing machen mit deiner letzten Sendung, also mit der allerletzten Sendung. Und da haben wir ein Kino gemietet, weil ich mach selber Filme und war der Meinung, man muss dich mal auf der Leinwand sehen und dass wir so in der Gruppe sozusagen nochmal deinen Abschiedsmoment irgendwie haben. Ihr habt extra ein Kino gemietet? Ja, per Zufall. Eigentlich wollten wir nur eine Kneipe, aber die meinte, wer Fernsehen guckt, der säuft nichts. Da hat die uns rausgeschmissen und dann dachte ich, ja, natürlich, ob die Leute auf noch eine größere Leinwand. Und da haben wir jetzt ein Kino gefunden. Genau. Ist ja Wahnsinn. Wie viel passen denn in das Kino rein? Na, es ist ein kleines. Es sind nur 50 Leute. Naja, nur immerhin. Ja. Ein kleines Kino. Ja. Das ist schon eine große Ehre für mich, dass ihr im Kino dann die Sendung... Und das geht technisch dann auch irgendwie so zu schalten, dass es auf die Leinwand kommt. Das machen die live, das machen die per Rückprojektion an der Leinwand von hinten. Ich freue mich ja so sehr, das habe ich ja schon oft gesagt, also Berlin ist ja meine große Liebe von den Städten in Deutschland, dass in Berlin so viele Fans leben und wohnen von unserer Sendung. Die zwei, die jetzt hier in deinem Team waren, die würde ich auch gerne einladen, wenn die Lust haben. Ja, genau, Peter und die Elke Dunajski, das können wir nachher irgendwie nochmal organisieren, genau. dass ihr vielleicht dann Kontakt bekommt. Ich war ja voriges Jahr in Berlin, da hatten wir auch eine Premiere mit dem Domian-Film Interview mit dem Tod. Das, was am Freitag kommt davor, oder? Genau, und das war in einem riesengroßen Kino, ich weiß, irgendwo am Kudamm war das. Und das hat mich so bewegt, weil das Publikum so toll war, das Berliner Publikum, dass es mich völlig umgehauen hat. Cool. Ja. Seit wann bist du denn schon Fan der Sendung? Also, das habe ich jetzt auch, weil wir die Tage echt viel drüber geredet haben und auch diskutiert haben. Übrigens, vorhin war ich weg mit einer Freundin und die hat mir auch erzählt, dass wiederum von ihr eine Freundin, da hat ihnen eine Bachelorarbeit über dich geschrieben und deine Art und Weise der Sprache und wie du Empathie empfindest. Und das finde ich ja auch das Spannende. Mhm. Und ich glaube, dass ich das schon, da habe ich noch in Chemnitz gewohnt, also schon über
15 Jahre gucke ich deine Sendung. Also ich wusste auch gar nicht früher, dass das Radio ist. Also Ach so. Ich kenne das immer mit Bild. Ich ja, habe immer gesehen. Ja klar, außerhalb von Nordrhein-Westfalen sehen die Leute das dann im Fernsehen oder verfolgen genau. das im Fernsehen. Wie alt bist denn du? Ich bin 32. Also ich sage, die Hälfte meines Lebens begleitest du mich. Und lebst jetzt in Berlin? Und wenn ich fragen darf, was machst du in Berlin beruflich? Ich habe in Potsdam Regie studiert und mache jetzt eigentlich Dokumentarfilme seit Toll. 8 Jahren. Und Toll. Ich glaube, also das merke ich ja auch immer wieder, dass das so eine Verbindung zwischen uns beiden ist. So wie du auch zuhörst und ich wiederhole jetzt das, was die Leute sagen, mit dir haben wir im Prinzip schon alles gesagt, wie du ja so Trost spendest und so Räume schaffst, gerade was Sexualität angeht. Ja, und was Jan, den Tod angeht. Geh mal bitte ein bisschen irgendwie ans Fenster, die Leitung ist sehr wackelig gerade. Okay. Dokumentarfilm, über welche Themen hast du es gerade gesagt? Das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Was habe ich gemacht? Also mein Erstjahresfilm war über 2 Männer, die mit ihren Hunden Beziehungen haben, also auch sexuelle Beziehungen. Mhm. Dann habe ich viel im BDSM-Bereich gemacht, über Sklaven oder so, in also Gefängnis, die im Gefängnis, wo Männer eingesperrt und gefoltert werden. Ja. Genau, solche Sachen. Das heißt auch eher die ungewöhnlichen und abseitigen Themen, die man nicht so... Sagen wir mal die randständigen. Die randständigen, genau. Und kann man mit solchen Dokumentationen, kann man davon leben? Oh nee, also ich nicht. Also nicht hauptsächlich. Ich muss mir immer noch andere Sachen suchen. Was machst du dann noch zusätzlich? Ich schneide noch für andere Leute. Manchmal bin ich noch an Hochschulen, halt Vorträge. Letztens habe ich auch Workshops gemacht mit Jugendlichen. Genau, und jetzt mache ich gerade was fürs Theater über Männer, die geschlachtet werden wollen und auch gegessen werden wollen. Da hatte ich ja letztens auch einen Anrufer. Ganz krass, ja, ganz krass. Weißt du das noch? Ja, ich weiß. Fantasie hatte? Ja, ja, es ist schon eine Weile her schon, das Ganze. Genau, da treffe ich jetzt seit 1,5 Jahren Leute und genau, ich war auch sehr erstaunt über deine Reaktion damals. Weißt du das noch? Nee, das weiß ich nicht mehr. Wie war die Reaktion? Nee, ich hatte das Gefühl, dass du sehr im Schock auf diesen jungen Mann da reagiert hast, der so über seine Fantasie dir berichtet. Und also ich treffe ja viele solche Leute und ich war damals auch ein bisschen enttäuscht, weil ich so dachte, der öffnet sich so in seiner tiefen Fantasie. Und du hast ihn so als psychiatrischen Fall abgestempelt. Das fand ich damals so krass, weil der hatte dir so vertraut. Und das hat mich so beschäftigt jetzt auch, wie begegne ich eigentlich solchen Leuten? Weil das ja auch was ganz Intimes ist. Und in deinem Moment damals, da dachte ich, habe ich mich dann überlegt, okay, ist das jetzt eine Moral von dir? Oder hast du nicht kapiert, dass der das gar nicht real machen will? Weil der hatte ja gar keine Straftat vor, sondern der hatte einen Zwiespalt in sich drin. Auch mit diesem, der Zwiespalt ist ja, das nie in die Realität bringen zu können. Das ist ja noch viel existenzieller wie jetzt andere Sexualitäten, die bei dir oft benannt werden, die man ja ausprobieren kann. Ja, natürlich hat sich mir auch sehr oft die Frage hier gestellt, wo endet die Toleranz? Wo setzt wirklich eine moralische Wertung ein, eine Setzung ein? Und wo geschehen Dinge mit Menschen, auch wenn es nur in der Fantasie ist, die diesen Menschen doch durchaus schaden können, weißt du? Aber das führt jetzt zu weit. Das ist ein ganz großes Thema. Ich freue mich, dass du angerufen hast und ich freue mich wahnsinnig. Ich werde morgen Gruß nach Berlin sagen zu euch. Genau, und du kannst doch, also wenn Leute kommen wollen, deine Redaktion hat angeboten, dass sie das weiterleitet. Ihr sagt doch mal, machen wir mal Werbung. In welchem Kino seid ihr denn in Berlin? Na, ich will es nicht sagen, nicht, dass dann 100 Leute draußen stehen und nie reinkommen. Dann platzt uns der Saal. Okay. Das ist halt sozusagen das Angebot mit E-Mail, meinte deine Redaktion. Dann können die schreiben und die schicken mir das dann. Gut. Und dann sage ich das. Dann machen wir und so. Ansonsten dir alles Gute. Jan, dir und auch. Danke. Danke. Ist eigentlich, ja. Danke für deinen Anruf. Lass und es dir gut gehen. Ja, vielen Dank und dir alles Gute, Jan. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Jo. So. Jürgen, wir machen den Saal voll, denke ich. Christoph. Das kriegen wir hin. Das glaube ich auch, ja. Ja, wir sind jetzt thematisch schon so ein bisschen näher an das gekommen, was jetzt gleich folgt. Wir wollen nämlich über einen Anruf sprechen, der wahrscheinlich der bekannteste ist, den du jemals hattest. Oh, ich ahne was. Du ahnst was? Was denkst du? Ja, der Hackfleischmann. Genau. Ja. Ja, ich wollte nur fragen, wann wurdest du eigentlich das letzte Mal auf den angesprochen? Gestern. Ja. Es gibt wirklich kein Interview oder irgendeine Begegnung, wenn man über die Sendung spricht, wo die Leute nicht auf dieses Thema kommen. Das ist
so abstrus und ich glaube das prominenteste Gespräch aus dieser Sendung. Irgendwie kennen das alle. Ja, wir haben auch gedacht, wir kommen heute um die Geschichte einfach nicht drumherum. Und wir haben lange überlegt, wie man mit diesem Erbe umgehen kann. Ja. Wir haben gedacht, wir setzen der Geschichte einfach ein kleines Denkmal. Das würden wir dir gern zeigen. Jetzt bin ich aber gespannt. Der Hackfleischmann. Ein Dialog über das Begehren. Irgendwann, es mag 1996 gewesen sein, nahm der Talkmoderator Jürgen Domian in seiner Sendung den Anruf eines jungen Mannes entgegen. Und hier ist Edwin, 26 Jahre alt. Stimmt das? Ja, stimmt. Grüß dich erstmal. Mein Thema ist folgendes. Meine sexuellen Fantasien und Neigungen. Ja, dann erzähl mal. Und zwar ist bei mir folgendes. Einmal im Monat überkommt es mich. Dann werde ich sexuell erregt. Und zwar jetzt nicht mit einer Frau zu schlafen oder mit einem Mann, sondern mit Hackfleisch. Und zwar, ich gehe einmal im Monat in einen Metzgerladen rein, kaufe mir 60 Kilo Hackfleisch. Ja, klar. Und wenn ich dann alles nach Hause gebracht habe, dann tue ich mein Zimmer umrichten, tue es abdecken. Alles. Naja, dann verteile ich das Hackfleisch auf dem Boden. Und das tut mich schon allein, wenn ich das Hackfleisch berühre und es meine Innenhand, dann tut mich das sexuell stimulieren. Allein dieser feuchte Brei, den ich dann in der Hand habe, lässt mich sofort auch erregen. Und das geht dann so weit, dass ich es mit dem Hackfleisch treibe. Das heißt, ich forme mir dann, soweit es möglich ist, meine eigene Frau. Und weiter? Ich sag mal so, umso wilder das wird, umso mehr ich das spüre, das glitschige Zeug auf meiner Haut, von den Füßen angefangen bis hin zum Kopf. Du reibst dich dann auch mit dem Hackfleisch ein? Ja, ich forme mit meinen Händen die Brüste, den Mund, die Arme, die Vagina. Dir ist schon klar, dass wir jetzt alle erstmal ein bisschen lachen müssen, ne? Ja. Klar. Hast du eine Freundin? Nein, nicht mehr, seit 1,5 Jahren nicht mehr. Hat sie das mitbekommen, was du da machst? Ja, also ich habe es ihr erzählt und sie wollte es auch gar nicht glauben, bis sie mich dann damit überrascht hatte. Zufällig. Wir haben zusammen gewohnt, zu dem Zeitpunkt noch, und du kannst das nicht näher erklären, warum es denn nun gerade Hackfleisch sein muss. Das weiß ich nicht. Es ist so unberührt. Es ist so ein zarter Leib, der auch unberührt ist. Es ist die Wahrnehmung. Also, ich küsse das Hackfleisch, ich lutsche es und das kann man kaum in Worte fassen. Das ist für mich auch so eine Schönheit, wenn es da liegt und ich lasse mich fallen. Und wie viel Hackfleisch kaufst du denn dann? 60 Kilo meistens. Wie bitte? 60 Kilo Hackfleisch? Das geht natürlich ganz schön ins Geld rein. Wie viel sind 60 Kilo Hackfleisch? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist ja ein ganzer Sack voll. Ja. Also, ja. Das ist auf jeden Fall ein Sack voll. Bevorzugst du Rindergehacktes oder Schweinsgehacktes? Schwein, eigentlich. Das ist ja völlig skurril. Also, wenn du diese Sendung verfolgst, weißt du, dass ich nun wirklich in Sachen Sex für alle Absonderlichkeiten ein offenes Ohr habe. Ja, und auch viel Verständnis habe. Wenn man denn so gestrickt ist, ist man so gestrickt. Dieses allerdings hört sich meines Erachtens schon sehr bedenklich an. Das ist wirklich eine richtige Perversion, der du da nachgehst. Und die Gefahr besteht, dass du dich vollkommen isolierst und verkapselst und du seelisch Schaden nimmst. Du musst zu einem Therapeuten. Da stimmt irgendwas nicht. Sagen wir mal so, also seit jetzt diese Beziehung beendet ist, habe ich auch keine Beziehung mit einer Frau mehr gehabt, weil ich ziehe das halt auch vor.
Jede Frau geht dir laufen. Mein Gott, stell dir bitte mal vor, du erzählst einer Frau, ich kaufe mir einmal im Monat Hackfleisch und treib es. Das ist doch schrecklich. Schrecklich ist das. Ja, das stimmt. Wie fühlst du dich denn danach, wenn du das eine halbe Stunde so gemacht hast? Befriedigt auch. Also ich komme zum Samenerguss halt. Und ja gut, ist mir schon klar. Also ich frag das jetzt mal. Ich will dir das gar nicht einreden, aber ich frag. Hat das nicht auch einen üblen Beigeschmack, wenn du da in diesen Massen von Hackfleisch sitzt? Gut, ich meine, ich sag mal, am Anfang ist es erst unangenehm gewesen, beim ersten, zweiten Mal. Danach habe ich mich daran gewöhnt. Und es ist später auch ein rasendes Gefühl, das wieder zu erleben. Also ich halte das für außerordentlich bedenklich, Edwin. Ich würde dich gerne auch noch mal zu unserer Psychologin rüberschalten. Ja. Das ist jetzt Kunst geworden. Ich glaube, das war jetzt, das war die Erhebung zur Kunst. Das wird auf jeden Fall morgen im Internet stehen, bei 1live.de, bei YouTube auch. Und wir hoffen, da bleibt es dann für immer. Der Kollege hat das ja grandios vorgetragen, grandios. Da steckte was drin, fanden wir auch. Mann, man war gebannt. Die Frage mit dem Rinder- oder Schweinehack ist, glaube ich, einer deiner besten Momente überhaupt, oder? Auch ich danke dir. Sehr nett von dir. War euch eigentlich damals nach der Sendung sofort klar, was das für ein epischer Anruf ist? Nee, natürlich nicht. Nein. Obwohl ich schon damals immer wieder darauf angesprochen worden bin, aber dass das dann solche unglaublichen Kreise gezogen hat oder ziehen würde, das war mir da nicht klar. Nee. Das war ja damals 96, war die Sendung und du, ihr wart ja noch relativ jung, fröhlich und vielleicht unbedarft. Damals hast du Edwin zum Psychologen geschickt. Mhm. Würdest du das heute auch noch machen oder bist du mittlerweile so? Nein, natürlich. Also bei allem Spaß und so, das ist ja schon eine sehr, sehr pathologische Abartigkeit. Man kann darüber lachen, natürlich, aber letztendlich kann man darüber nicht lachen. Wenn man seine Sexualität so lebt, dann sollte man auf jeden Fall sich therapeutisch behandeln lassen. Darüber gibt es ja gar keinen Zweifel. Aber ich habe damals natürlich auch, das war ja, du sagst es zu Recht, 96, das machte natürlich auch die ungeheure Lust für uns aus, dieses Format zu machen, weil wir solche Dinge hörten, die man sonst nicht hörte im Leben. Es gab kein Internet und wir hörten plötzlich Dinge, was Menschen machen in all ihrer Vielfältigkeit. Es geht ja nicht nur um Sexualität, sondern auch um viele andere Dinge, die man sonst im normalen Leben nicht erfährt. Und ich weiß noch, dass ich damals immer abends mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin aus dem Studio und da fuhr ich so durch Köln und guckte die Häuser hoch und da war hier und da war Licht an und dann dachte ich immer, wer weiß, was für Absonderlichkeiten und Merkwürdigkeiten hinter diesen Fenstern stattfinden oder auch, was vielleicht für ein Leid und für welche eine Traurigkeit da in tiefer Nacht hinter den beleuchteten Fenstern dann anzutreffen ist. Jürgen, ich höre gerade aus der Regie, du hast einen Anruf auf der Leitung. Ja, wen denn? Ah ja, Joachim. Joachim, ja. 24. Ja, genau. Ja, hallo, hier ist der Joachim. Joachim, guten Tag. Ich muss jetzt mal fragen, wer bist du? Ja, und zwar Junge, 24 Jahre alt und ich verfolge schon seit meiner Kindheit deine Sendung und verschiedene andere Call-In-Sendungen. Und mir sind ganz, ganz viele Sendungen noch in Erinnerung geblieben. Mhm. Und die haben mich auch über die Pubertät und auch über die ganze Kindheit geprägt. Mhm. Das ja, genau. Das heißt, ein Fan, der viele, viele Stunden seines Lebens und seit der Pubertät mit uns verbracht hat. Genau, also ein paar tausend Stunden kommt da auf jeden Fall zusammen, Jürgen. Ja. Bist du ein prominenter Mensch? Ich? Nee. Höre ich mich so an? Nee, ja, ich weiß nicht. Ich bin gerade etwas verunsichert, weil du so eine etwas schelmische Stimme hast. Als würde das ist einfach nur meine Art. Nachdem ich ja vor einer Weile von Klaas schon reingelegt worden bin, ihn nicht erkannt hatte. Nee, ich bin kein Prominenter. Ich wollte nur so ein bisschen erzählen, was mir so in Erinnerung geblieben ist. Was ist hier? Ja, dann erzähl doch mal, was ist hier denn Besonderes in Erinnerung geblieben? Genau, und zwar einmal ist mir vor allem in Erinnerung geblieben die Lydia. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Lydia war ein Traum, natürlich. Ja, genau. Es geschah im Wald und was soll ich dazu sagen? Ich habe das natürlich mit vielen Freunden und Familienmitgliedern auch danach noch reflektiert.
Und ich kann da jeden Satz eigentlich schon mitsprechen. Zum Beispiel, ich habe gedacht, ich kriege Gehirnstau. Ja. Ja, also da sind so Sachen, die bleiben auch hängen. Oder auch zu ganz krassen Themen, wie zum Beispiel die Gitter, die sich zum Thema Ekel gemeldet hat. Sagt dir das noch was? Nee, gib mir mal ein Stichwort. Und zwar, da hast du noch gesagt, so, wohin? Auf den Bauch, ins Gesicht? Und sie so, in den Mund. Mhm. Da ging es um Fäkalien. Mhm. Ja, sie hatte das über 10 Jahre lang gemacht. Mhm. Und da war auch so die erste Sendung, wo ich dich das erste Mal geschockt gesehen habe, wo es über sexuelle Abarten ging. Mhm. Sind dir denn jetzt nur so diese Art von Gespräche in Erinnerung, sondern auch andere ernste Gespräche? Ja, natürlich sind mir auch ernste Gespräche in Erinnerung geblieben. Da hat zum Beispiel Domian vor langer Zeit einen 12-Jähriger angerufen. Mhm. Und der musste immer Alkohol klauen für seinen besoffenen Alki-Vater. Ja. Ist dir das noch in Erinnerung geblieben? Ist mir in Erinnerung, ja. Ist. Ja. Genau. Ja, und das nimmt man natürlich einen mit. Ich muss ja sagen, ich weiß nicht, ob du da schon bei uns warst, das ist schon eine ganze Weile her, eines der für mich schwierigsten Gespräche in dieser Sendung war der Anruf einer Frau, deren Kind entführt, sexuell missbraucht und ermordet worden war. Erinnerst du dich daran? Ja, das sagt mir was. Ich habe auch viele alte Sendungen auf YouTube und auf irgendwelchen Archiven angehört. Und das sagt mir was. Es war eine krasse Sendung. Das war, und ich habe mit dieser Frau fast eine halbe Stunde hier gesprochen. Und dennoch sind die Fernsehquoten, das konnten wir hinterher sehen, stabil geblieben. Das Publikum ist da dabei gewesen. Das war extrem bedrückend und schwierig, das Gespräch zu führen. Weil wir natürlich da auch immer so an unsere Grenzen gestoßen sind. Das Leid war so umfangreich, dass man kaum helfen konnte oder trösten konnte. Aber genau das macht euch auch aus. Ich meine, ihr habt immer genau den Spagat getroffen zwischen Leid und anderen Sachen und habt das immer gut gehandelt. Und ich denke, das ist auch, was viele Leute und für mich natürlich auch in Zukunft fehlen wird. Und ich frage mich auch, wie geht die Zukunft weiter? Macht das vielleicht jemand auf YouTube weiter oder sonst irgendwas? Ja, es ist vielleicht eine Anregung. Gucken wir mal. Genau. Lieber Joachim, also, danke auf jeden Fall für deinen Anruf. Und, kann ich noch ganz schnell jemanden grüßen, Jürgen? Du weißt, dass ich das eigentlich nicht mag, aber heute darfst du es. Oh, ich danke dir. Ich grüße noch ganz lieb die Charlotte, die Sandy, Max und Philipp. Danke, Jürgen. Na okay, gut. Tschüss, Joachim. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, Christoph, und nu? Du hast noch einen Anrufer. Ich habe noch einen Anrufer, ja, stimmt. Guck doch. Ja, stimmt. Gordon. So ist das, hier ist der Anrufer. Hi, so, Jürgen. Und ich weiß, wer Gordon ist. So. Gordon ist ein ganz toller Typ, sage ich euch. Gordon ist nämlich das Brain von Nachtlager.de. Und Gordon hat uns in all den vielen, 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 vielen Jahren wirklich hervorragend unterstützt, weil ihr nämlich über Gordon, über Nachtlager, eure Sachen runterladen konntet und konntet und somit die Sendung später auch hören konntet. Genau, fast seit 10 Jahren geht das mittlerweile so. Da seit der Zeit können die Leute halt regelmäßig die ganzen Sendungen runterladen. Mhm. Und die Seite läuft ja mittlerweile auch schon seit 20 Jahren fast. Also seit 20 Jahren begleite ich hier die ganze Geschichte so ein bisschen. Wahnsinn. Ich erinnere mich noch, als du das erste Mal bei uns warst, mit der langen Matte, ne, mit schwarzen Haaren. Klar, und, das war so Schulzeit, ne? Ich bin Lehrer. Genau. Wie kam das denn überhaupt, dass du auf die Idee kamst, uns da so zu unterstützen und zu begleiten? Naja, weißt du, jeder braucht ein Hobby und zur damaligen Zeit hatte ich relativ viel Zeit, ne? So Gymnasium und damals in den 90ern war ja das Thema Fanseiten so bei Musikstars sehr beliebt. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, da ich dann die Sendung so 1996 kennengelernt habe, da gab es natürlich kaum noch was. Das Netz war ja kaum irgendwie ausgebaut und dann haben wir damit angefangen, diese Seite hochzuziehen. Mhm. Und es geht 2017 auch nochmal weiter für alle die dann irgendwie nicht genug kriegen mit Domian-Sendungen. Wir stellen ab Januar 2017 ganz, ganz alte Sendungen im Tagesrhythmus online. Also da gibt es dann richtig alte Archivware, alles vor 2002, jeden Tag genau eine Folge zur Original-Domian-Sendezeit. Also wer noch immer Hörbedarf hat, kann das dann so gesehen bis 2024 noch weiter durchziehen. Das ist ja Wahnsinn, das wusste ich noch gar nicht. Das ist ja ein toller Service.
Genau, das Ding heißt Domian Forever und das halt auch auf nachtlager.de. Mittlerweile 6.000 Besucher pro Tag. Irre, irre. Und 85% der Leute kommen mittlerweile auch mit ihrem Smartphone vorbei gesurft. Mhm. Und pro Tag werden, ich habe so ein paar Zahlen hier drauf rausgeschrieben, 7.000 Gigabyte werden im Monat runtergeladen an MP3s. Irre, absolut irre. Ihr Wahnsinn. Betreibt, oder du betreibst doch auch einen YouTube-Kanal, ne? Genau, den haben wir jetzt seit 2016 irgendwie rausgehoben aus der Traufe. Mhm. Und mittlerweile sind da auch schon 12.000 Abonnenten. Mhm. Und über 4 Millionen Leute haben sich das Ganze jetzt schon angeschaut im letzten Jahr alleine. Es gab ja vorher auch schon andere YouTube-Kanäle, die aber auch alle natürlich inoffiziell sind. Alles so Fanmade-Geschichten. Mhm. Und das wird aber natürlich auch weiterlaufen. Mhm. Und ja, alles, was wir noch kriegen, gibt es dann halt sowohl über nachtlager.de als auch über den YouTube-Link. Also heutzutage geht das alles relativ schnell und unkompliziert, aber ich könnte mir vorstellen, dass du damals am Anfang sehr viel händisch gemacht hast, ne? Sehr viel Handarbeit steckte dahinter. Allerdings, also da wurden wirklich dann in den Semesterferien oder in den Schulferien alte Videobänder überspielt und digitalisiert. Und weil man ja damals auch noch so schlechte Internetverbindungen gehabt hat, ja. Da hat man dann natürlich nur so kleine Schnipsel immer anbieten können, so die absoluten Gesprächshighlights. Ja. Heute ist ja so eine Sendung schon nach 2 Sekunden auf einem Handy. WLAN und so sind ja jetzt irgendwie dann damals noch nicht am Start gewesen. Wir haben ja eigentlich auch damals so ein bisschen Angst gehabt, als so die sozialen Netzwerke aufkamen, dass wir vielleicht nicht mehr so interessant sind für die Leute. Aber im Gegenteil, die Netzwerke und die ganzen sozialen Geschichten haben uns ja noch befeuert und unterstützt. Genau, das wird alles ausgelagert. Mittlerweile gucken sich das die Leute ja auch sehr gerne halt dann bei YouTube an, weil sie nachts nicht gucken können, weil sie halt dann zu müde sind oder schlafen. Oder nehmen es halt auch mit in Urlaub oder hören es dann auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit. Also die Sendung ist dann mittlerweile praktisch so portabel geworden. Mhm. Man kann sie letztendlich überall dann auch konsumieren. Also Gordon, ich habe wirklich ein ganz großes Dankeschön an dich. Das meine ich sehr ernst, das weißt du auch, dass du uns sehr unterstützt hast und somit auch das Publikum und die Fans unterstützt hast durch deinen tollen Einsatz und dein Engagement. Vielen, vielen, vielen Dank und dir alles Gute wünsche ich. Ja, sehr gerne. Euch auch alles Gute und noch eine schöne Restsendung. Dankeschön, Gordon. Jo. Ciao. Bis tschüss. Dann, tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Volker Thake. Und ja, das war unsere vorletzte Sendung. Morgen gibt es wieder eine Sendung. Die letzte Sendung Domian ever. Und morgen soll es aber eine ganz normale Sendung sein und geben. Da möchte ich ganz normal mit euch reden, so wie wir das gewohnt sind. Das wird morgen ein etwas schwieriger Tag für mich werden, auch eine schwierige Ausgabe, denn es sind fast 22 Jahre und naja, diese 22 Jahre sind mit meinem Leben schon sehr verbunden und die werden morgen um diese Zeit enden. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart und ich glaube, jetzt gibt es noch irgendetwas, Christoph, oder? Jetzt gibt's noch was. Ja. Bye, bye. Ich habe mich einvernehmlich mit dem WDR geeinigt, dass es diese Sendung noch bis Ende 2016 geben wird. Und dann ist Schluss mit Nachtschicht, weil ich auch sehr große Lust habe, mal wieder öfter die Morgensonne zu sehen und einfach auch in den normalen Lebensrhythmus zu kommen. Hallo lieber Domian, mein Name ist Kada und ich kann meine Trauer gar nicht in Worte fassen, dass du bald aufhörst. Ich weiß nämlich gar nicht, wie ich ab sofort schlafen soll. Ich habe in den 20 Jahren gelernt, anders mit Menschen umzugehen und ein offenes Herz zu haben. Für mich war das ein Stück Lebenselixier. Danke, tschüss. Ich bin ein Domian-Fan, weil er kritisch und emotional mit allen Sachen umgeht. Und das finde ich für diese Zeit, in der wir leben, nicht selbstverständlich. Die Sendung nimmt einen Nacht für Nacht die Einsamkeit. Danke dafür, Jürgen. In meinem Herzen und Gedanken geht Domian nicht fort und bleibt bestehen. Deswegen genieße die Morgensonne, lieber Jürgen. Deine Jule. Tschüss. Ich bin Zuseher von der ersten Stunde und muss sagen, wenn der Domian am Tag die Sonne sehen will, wir haben sie jede Nacht gesehen und konnten sie auch am Tage sehen.
Ich finde es schade, dass er aufhört und dass auch die ganze Sendung aufhört. Denn es ist ja auch ein Stück Verantwortung, was da aufgegeben wird für unser Land. Viele Menschen brauchen ja diese Sendung. Ich bin die Gitta aus Bad Dürkheim. Bin 81 Jahre alt und ich gucke immer eure Sendung. Ich kann die Sendung, wenn die wegfällt, das überlebe ich nicht mehr, weil das die schönste Sendung ist von denn je. Es gibt so vieles Leid auf dieser Erde und es gibt keine Menschen, die sich das anhören. Ich weiß, dem Domian blutet wahrscheinlich jetzt schon das Herz, aber Jürgen, wenn du seelischen Beistand brauchst, ruf mich an. Ich bin für dich da. Macht's gut, ihr Leute. Vielen Dank für alles. Gute Nacht. 1 Uhr. Das war's für heute Nacht.